Haben wir die von, die haben wir mal. Die haben wir von der Arbeitskollegin von Katrin, glaube ich, ja, bekommen, ne? Von der Andrea. Genau. Andrea, lieben Gruß, die waren toll. Die sind super, mag ich. Sehr darüber gelacht, haben auch ein lustiges Foto gemacht. Wenn ich das finde, blende ich euch das jetzt auch nochmal ein. Ich habe ja kein Problem damit, mich bei euch hässlich zu machen. Aber wie gesagt, die Wirkung war miserabel. Ich habe auch. Und das kann ich auch super gut empfehlen, dass hier, aber ich bin ja nicht mehr so blond, deswegen brauche ich das nicht mehr. Könntest du mir bitte sagen, was das ist? Ja, genau. Meine Güte. Habe ich das überall nicht vergessen? Ihr habt es doch gesehen, das gleiche. Fanola. Fanola. No yellow. Das klingt wie ein italienisches Shampoo. Das ist ein Silbershampoo, ein Purple-Shampoo. Genau. Das ist immer noch Genie, ich rede hier. In Rom die Gasse runter, ja. Plötzlich höre ich das Geschrei der La Mama, die dann zu irgendeinem Kind schreit, Fanola! Nee, sie hat aber nicht Fanola, sondern Fanola. Ja, so. Hast du jetzt mal hier drauf geguckt? Den trinkt jetzt hier einfach während des Aufgebots. Ja, ich habe auch schon mal getrunken. Also, wo seid ihr denn jetzt hier alle? Er will nicht. Hast du nichts? Nein, er will nichts. Mach nichts. Ist meine Haut, aber ich habe nichts. Ich habe eine Duftkerze. Ja, weiter geht's mit dem zweiten Teil von unserem fröhlichen Aufgebraucht. Viel Spaß. Maximum Protection. Das Deo, das zeige ich ja jeden Monat. Auch kommt kein anderes ins Haus. Super. So. Obwohl, das ist echt teuer geworden, ne? Ja, ich würde nicht teuer. Würdest du obwohl, das aber in die Kamera halten? Ach so. Ich wuhi mir hier einen ab. Ist aber nicht das Gleiche. Nee, das Gleiche ist es nicht. Aber es ist vom Schriftzug her das Gleiche. Ja, aber dann ist das neu aufgelegt. Dein Blau und meins ist grün. Ja, aber meins ist dicker. Guck mal. 45 hast du. Ja, ich habe 40. Ja. Guck mal, die werden teurer und weniger da drin, Leute. Ja, da haben wir den Beweis. Das gibt's doch nicht. So. So, was hast du im Angebot, so Deo-mäßig? Deo-mäßig? Niki, hol einfach mal alles da raus. Ach, Duschschaum, genau. Ja, ja, jetzt. Ja. Also da musst du aber... Und dann ist aber mal Schaum. Bist du dir sicher? Warte ja, mal. Warte mal. Ganz ehrlich, da musst du aber noch ein bisschen dran üben an dem System. Duschschaum, Pinkblossom. Aber das hat die erste noch mitgespielt. Pinkblossom. Mit der Base. Und dann macht die... Und wie war der? Super. Riecht auch super. Und verfärbt das Wasser in rosa. So, ich habe hier auch noch zwei Sachen, was Deos angeht. Also, und zwar Deo Stick Flower Power. Kannst ja immer das besser zu sehen. Also, Fakt ist, wir bleiben immer wieder dabei. Wir sind mit den Dingern nicht zufrieden. Waren die nicht? Das waren die doch. Die hatten wir in der Glow Bag von der Glow. Und dann hast du eins von mir gekriegt. Ich weiß, den oder den. Den. Und da kommen wir jetzt hinzu, wenn du den gleich aufziehen solltest, weil du wirst es gleich direkt fühlen, bitte vorsichtig über deinen Korb erst rausziehen. Dann seht ihr nämlich sofort, warum. Weil das ganze Badezimmer versaut mit diesen Sticks. Ja, der, das heißt, ist noch voll. Genau, ne? Du benutzt also, die und du hast alles voll damit. Das Bad sieht aus wie Sau. Und ich habe zu Derek gesagt, weil er hatte das schon mit einem versucht aufzubauen. Ich habe mir gedacht, das sind hier überall immer für Fett, weiße Fett. Ja, aber das hatten wir letztes Mal, wo meine Hose so voll war, wo ich noch... Genau, ja. Und da habe ich zu Derek gesagt, schmeiß den Schwalala weg. Ja, so, und dann habe ich aufgebraucht Rexona Invisible Aqua. Das andere hat dein Mann auch aufgebraucht, das andere Rexona? Ja, okay. Okay. Was ich gesagt habe, die Hose war voll. Ja, die Hose war voll. Ja, hätte ich mal die Fünf-Bezücher gebrauchen können. Ne? So, also was das angeht, einfach hier, das ist derselbe Murks. Ja. Wirst du auch sofort, weil ich gucke hier bei mir. Nee, das hat er aufgebraucht. Das war aber trotzdem, glaube ich, so eine Deo-Creme. Genau. Er hat sie aufgebraucht, er ist dafür aber nicht zu haben. Also, ich gebe dir mal ein Deckelchen und dann hier von auch von IMM eine Deo-Creme. Die riecht toll. Wenn du musst mal riechen, die riecht wirklich toll. Du nimmst die halt, ne, und dann unter den Arm verteilen. Aber Detlef sagt, da findet der auch kein Schönes, sich da unter die Hände und dann unter die Achseln. Nee, also der hat dann auch lieber so einen Deo-Stick. Ja. Ich habe noch Peelings. Ja, so was besitze ich nicht. Also ich habe einmal ein Lippenpeeling aufgebraucht von, ja, wenn ich das mal wüsste, Wet Like It On Top. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist ein von einer englischen Marke. Sieht aus wie ein kleines Ja. War super. War super, mochte ich. War auch war rosa. Sieht man hier noch am, ist das mal so, am Rand. Hat noch nichts gerochen. Nee, finde ich nicht, ja. Ja, so sah dann aus. War super.
wirklich. Dann habe ich von Dr. Botanicals einen Coffee Exfoliator fürs Gesicht aufgebracht. War auch super. Hat nach, wirklich nach Kaffee gerochen. Ich mag keinen Kaffee. Ich trinke das ist nochmal lecker. Ich rieche sogar das, wie geil. Ich mag keinen Kaffee. Boah, ich trinke keinen Kaffee. Zumindest wieder Düfte wahrzunehmen. Das wäre cool. Ja, aber so starke. Ja, aber ja, die starke. Das riecht aber nicht nach Kaffee. Doch, natürlich. Ja, doch, das riecht komplett nach Kaffee. Glaub mir das mal, ich rieche, wenn ich rieche den Pups von meinem Mann und ich rieche Kaffee. Ja, das ist fast gleich. Nein. Ach, nein, das ist Kaffee. Nein, das ist, also, wie gesagt, ist dieser Muffgeruch, den sie eben hat. Also, ich trinke es gut. Ich trinke was, wirklich. Das ist dieser total muffige Geruch. Entschuldige, es hört keiner der Genie zu. Ich wollte gerade sagen, zum 100. Mal fange ich an. Es riecht nach Kaffee, ist super. Ich mag keinen Kaffee, ich trinke keinen Kaffee, aber das war gut. So. Dann habe ich ein Peeling aufgebraucht, beziehungsweise ein ganz kleines Stückchen drin. Und zwar ist das von Wild Tree Skincare Organic Body Scrub Melt. Also ein festes Scrub. Ja, da habe ich den Rest jetzt mal gelassen, weil ich das, wie soll ich das jetzt noch wegkriegen? Riecht auch nach Kaffee? Ja, aber wesentlich schwächer. Genau, da fand ich das von Dr. Botanicals schöner. Was ja auch cremig war. Und dann habe ich hier, das ist eigentlich von Foamy, soll eigentlich ein Peeling sein, das ist überhaupt nichts. Aber das ist doch das, was ich dir sogar gegeben hatte, meine ich. Du hast von mir ein Ding bekommen. Nee, das war die Gesichtsseife. Okay. Oder war es das Peeling? Weiß ich nicht, das war die aus The Globe. Genau, eine von den beiden. Ja, aber ich glaube, das war eine Seife oder sowas, ne? Irgendwas war es. Da hast du mir auch nur erklärt, dass es das auch für Körper und auch für Gesicht gibt. Genau. Auf jeden Fall, das war gar nichts. Also, da kriegst du gar nichts. Da wird nichts gepeelt, da ist nichts. Das ist nichts. Also, sorry, Leute. Also, Foamy, ja, ne? Die Firma, aber du magst es nicht. Ja, nee, aber Foamy, also, was ihr euch dabei gedacht habt, weiß ich nicht. Als wenn ihr das gucken würdet. Aber hast du das Honey da eigentlich gezeigt eben? Habe ich das total verpasst, diese Honey-Dose da links? Was ist denn das da? Nein, die habe ich noch raus. Die kommt gleich. Die kommt noch. Dann ist bei Masken. Ich musste ja hier mal gucken, was ich hier alles habe. Ne? Hast du noch Peeling? Nein, kein Peeling. Hast du denn hier noch im Angebot, Niki? Ja. Wie hier? Das habe ich noch alles mal gemacht. Ja, dann holen wir mal langsam was raus. Genau, ja, ich habe was in der Hand. Dolo Dobendan. Finde ich super gut. Also wenn man Halsschmerzen hat oder so. Ich würde mal sagen, innerhalb 24 Stunden. Ich habe davon die Lutscher. Das sind doch diese grünen die Lutscher-Tabletten, ne? Die kann ich vergessen. Die finde ich super, weil die betäuben hier alles. Ja, aber das ist ein Wunderzeug. Echt? Ja. Das ist, ich schwöre auf dieses Teil. Das ist so geil, echt super gut. Also wenn, kauft das. Aha. Das sprühst du hinten in den Rachen rein. Ja. Ne? Oh, wie cool. Wenn ich Halsschmerzen habe, mache ich mir das ein paar Mal am Tag drauf. Super. Kann ich super empfehlen. Perfekt, danke. Ja. Weil ich nehme sonst wirklich immer diese grünen Lutschtabletten. Nee, die Lutschtabletten komme ich nicht mit klar. Aber das Zeug. Du hast ja eben schon gemerkt, wie ich fünf solche Tabletten blub. Ja, aber das ist super. Ja. Dann hast du noch. Ja. Ja, noch mehr. Ich habe. Genau, die leckeren schwäbische Bahnen, die ich ja. Ach ja, hab ich gesehen, das Video, hab ich gesehen. Die ihr dann verkehrt rum gehalten habt, die Bahnen. Die waren sau lecker, waren die köstlich. Ich habe von Schmackofatz, glaube ich, keine Antwort auf meine Frage bekommen, wo er die her hatte und das andere. Er hat noch irgendwas gezeigt. Ich habe extra geschrieben, er soll mir sagen, wo man die kriegt. Okay. Frag mich nicht. Ich habe keine Antwort drunter geschrieben. Meine ich. Entschuldige, wenn es doch getan hat, aber ich meine nein. Ich habe zumindest keinen Bescheid bekommen. Okay. Ja, vielleicht macht jetzt noch. Und die waren auch lecker. Mmh, ja. Die sind auch lecker. Reese's Take 5. Ja. Oh, lecker. Da ist auch so Karamellgedöns und so ein Kram drin. Ist nicht meins. Oh, das ist total. Nee, ich mag keine Erdnussbutter. Und die sind lecker. M&M's. Was war das? Peanut. Ja, ich habe die ja auch. Die waren ja in der Vernasche die Welt. Mhm. Ja, war okay. Lecker, ja. Aber da waren tatsächlich auch manche Leckerbrauche dabei. Ich habe das jetzt leider nicht verwahrt. Hätte ich jetzt mal dran denken können. Ne? Ja, oder? Ich habe die Vernasche die Welt leider nicht verwahrt, die Sachen. Da kann man auch drauf. Weil wir normalerweise nie hier Essen haben. Wir haben Essen normalerweise nicht mit drin. Ja. Genau. Ja, sollten wir da auch mal mit anfangen. Genau. Genau. Wie lange soll das denn werden, wenn wir dann noch Essen und reinpacken? Die sau lecker. Nein, ich überhaupt nicht. Ich fand die total lecker. Das ist Birthday Cake. Ja, lecker. Was ist denn das? Schokolade. Hands off, deswegen Hände weg. Ja, hands off. Birthday Cake. Okay. Die sind lecker. Sollte ich mal ran.
Ja, du hast ich den mal gelesen. Ja, 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 genau. Das haben wir mal. Genau. Ich glaube, das habe ich von dir drin gehabt. Ja. Genau. Am das Boden. Fand ich super gut. Also ich kann das super gut empfehlen. Ich fand das super. Die haben jeden Tag habe ich das gemacht. Ich glaube, sie traut sich auch nicht jetzt was anderes zusammen, als sie die von mir hat. Nein. Aber unabhängig davon. Ich fand die wirklich gut. Könntest du vielleicht sagen, was das überhaupt immer ist? Also Ampullen. Ja, das habe ich dann immer nach der Pflege drauf gemacht. So. Ja. Ja. Weiter. Ja. Weiter. Weiter. Okay. Es geht weiter. Genau. Augenmasken? Nein. Die kommen erst zum Schluss. Okay. Die kommen. Masken kommen zum Schluss. Die kommen zum Schluss. Okay. Jetzt haben wir die Regel dieser. Ja. Also ja, Masken okay. haben wir immer. Zum Masken Schluss. Haben wir immer zum Schluss. So. Genau. Ich finde das auch. Ich habe ja auch noch ein kleines Kind, ne? Deswegen. Bübchen kann ich sehr gut empfehlen. Pflegecreme sensitiv benutze ich mal selber. Ah, die Niki ist gar nicht mehr, genau. 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 Aber geh doch, so geh doch weiter. Geh doch so, hier, so. Hier, so. So reicht es hier. Ich habe noch gefragt, wie lange soll das Video gehen? Ja, ja genau. So. Die Kleine findet die sogar toll. Und die riecht auch gut. Ja, ist halt Bübchen. Ja. Bübchen. Handcreme habe ich an. So, weiter. Ich soll trotzdem weitermachen? Ja, außer Masken nicht. Okay. Das hier benutzt meine Tochter. Sie findet die gut. Sie ist ja komplett lecker. Die Phase haben wir alle irgendwie in dem Alter mal. Ja, die BB. Genau. Ne? Die ja, meine Tochter ist noch 14. Die findet die sehr also ich sehr glaube, lecker. Jeder ja. hat mal von die seinen Eltern oder was weiß ich, BBs gekriegt oder sich die selber gekauft. Babys gekriegt. Ja. Babys und das gekriegt. Kann ich auch super gut empfehlen, dass sie, aber ich bin ja nicht mehr so blond, deswegen brauche ich bin, das nicht mehr. Könntest ich du, das, mehr könntest du mir bitte sagen, was das ist? Ja, genau. Meine Güte. Habe ich das überall nicht vergessen? Ihr habt es doch gesehen, ist das gleiche. Fanola. Fanola. No yellow. Da kennt man italienisch. Das ist ein Silbershampoo, ein Purple-Shampoo. Genau. Ich hab das. Ich will vor allem die Genie. Genie hilft mir, die Genie. Das ist immer noch Genie, die rede hier. In Rom die Gasse runter, ja? Plötzlich höre ich das Geschrei der La Mama, die dann zu irgendeinem Kind schreit: Fanola! Nee, sie hat aber nicht Fanola, sondern Fanola. Ja, so. Noch weitermachen? Ja, wenn oder du noch was hast, dann machst du den noch drin. Und das kenne ich auch. Hast du Butter da drin? Ne, Butter? Wieso Butter? Wo? Deine goldene links. Nein. Oh mein Gott. Klar, also genau, das machen wir auch nächstes Mal. Wenn man, ja, immer erstmal dreht sich unser komplettes System durcheinander. Ja, hier. Hör mal, unser Aufgebraucht ist sie und ich. Du bist heute Gast. Ja, so. Du bringst alles durcheinander. Du bist heute Gast. Unsere ganze Kommunikation hier, die ist hier gerade, also die ist hier gerade sowas. Also glaub hier gar nicht, piep, 5 Stunden später, piep. Also glaub gar nicht, dass du hier mit Butter ankommen kannst nächstes Mal. Nächstes Mal bist du... Es gibt überhaupt kein nächstes Mal. Genau, du sitzt gar nicht nächstes Mal hier. So. Ich komme ja mit der BC-Butter an. Mach doch dein eigenes Aufgebraucht. Genau, mach dein eigenes Aufgebraucht. Wir haben gesagt, wir machen einmal alles zusammen. Ja, weil ich gleich alles und ihr wisst jetzt auch schon, warum wir gesagt haben. Einmal. Einmal, genau. Das nächste Aufgebraucht meist schnell mit Robert. Das wird aber nicht wie bei uns. Sag mal, endlich weiter hier. Genau. Sie, also, sie wollte lernen, wie man so ein Aufgebraucht macht. Naja, sie lernt es gerade, also, aufgebraucht. Man nimmt das und liest vor und sagt, oh, ich habe hier einen Weichspüler von Softlan Ultra, windfrisch. Der war gut, der war nicht gut. Genau. So. Ich habe auf meinem Kanal einen aufgebraucht. Wenn du jetzt weißt, wie dein Kanal heißt, lass dir das Geld. Family Kanal gibt es einen aufgebraucht Video. Könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr das fandet, okay? Mister, so, das hätte ich jetzt nicht gefragt, weil die schreiben jetzt alle da runter, mit Irene und Genie war es besser. Ich stell dir mal vor, die sagen, so. Nee. Ich habe nee. Ich habe einfach Reinigung nochmal. Ich habe genau, ich habe von Viva, da hatten Irene und ich bestellt und was bekommen. Habe ich einen extra Make-up-Entferner aufgebraucht. Also Rosen. Viva stellt das ja selber her von ihren Rosen aus ihrem Gartenband. Mhm. Ne? Genau. Der war super. Fand ich richtig gut. Den habe ich gerne benutzt. Dann habe ich eine kleine Probe hier von Clinit Zero, von Vanilla, Vanilla und Co. aufgebaut. Ich kann schon nicht mehr sprechen hier.
Den habe ich auch in groß. Den habe ich immer mal. Aber den brauche ich, brauch ich immer wieder auf. Da gibt es ein 1,5-Stunden-Video. Ja, die Leute gucken mal, was doch da drauf stand. Ja, Siehe. Aber eigentlich hieß es ja letztens, es wäre schön, wenn wir mal ein bisschen kürzer machen. Das können wir jetzt nicht Teile machen. Cola Zero. Super, das ist Cola Zero, genau. Dann haben wir Detox Skin Food, Skin Food. Food. Ja, aber der scheint dir ja nicht gefallen. Nein, den Cleansing Ball. Der ist von der Nietzsche Beauty aus Spanien. Genau. Das Problem ist, ich kann diesen Geruch nicht ab. Da ist Grünkohl und Spinat drin. So riecht er auch. So riecht der auch. Der riecht wirklich eklig. Und der ist ja, also da ist so viel noch drin. Ne? Da ist, ich habe es versucht. Ich habe es immer wieder versucht. Aber ich komme mit diesem Grünkohl und Spinat, hier siehst du ja, und so. Ja, ja. Das wird ganz viel bei Nietzsche Beauty Lab gemacht. Also, nee, den muss ich aussortieren, das funktioniert nicht. So Brokkoli und Avocado. Ja. Ich aber die rieche ich ja nicht. Wie liebt die? Aber die rieche ich ja nicht. Aber das hier riecht extrem, also funktioniert nicht. Muss ich leider aussortieren. Kauft ihr auch nächstes Mal Brokkoli. Dann schlägt ihr den auf Füße. Ja, aber der macht dann ja nichts für mich. Das so. Steht aber die Jurke. Ich habe hier nur Handcreme und noch eine Nachtcreme. Ja, machen fertig? Nein, also von den Cremes her jetzt. Nochmal, wir haben eigentlich ein System, was du hier die ganze Zeit durcheinander bringst. Ja. Also, und zwar einmal von Die See auf Switzerland, glaube ich, nennt sich die Marke. Aprikosenhandcreme war das. Die war lecker, die war gut, aber hat die war lecker gehalten. Ja, vom Duft her. Die war lecker. Ja, die auch gegessen. So, und dann sieht man das? Dieser Name, ja, den ich kaum aussprechen kann, Apollo Sophie Moisture Night Cream. Ich weiß nicht, ob ich die damals in der Goodie Box, in der Glow oder wo auch immer drin hatte oder vielleicht auch in der Beauty.at. Ich weiß, es ist eine ganz teure Marke gewesen. War das Detlef, Nachtcreme? Nachtcreme. Ja. Detlef meinte, war okay, aber sein Gesicht... War die für Männer oder hast du ihm die einfach gegeben? Ich habe ihm die einfach gegeben, aber okay. Sein Gesicht sah morgens genauso aus wie abends. Also von daher weiß ich das nicht, wie Wirkung zu sagen. Wieso? Ist, wenn du abends Creme drauf machst, morgens ein anderes Gesicht? Jung, okay. Strahlend, frisch. Ja, ja, jung. Aber wir haben die maximale Dateigröße erreicht. Das heißt, du musst jetzt mal eben Stopp machen. Weiter geht's. Ich habe hier wieder einen meiner Pads aufgebraucht. Den habe ich ja schon mehrfach gezeigt. Die aus dem organischen Seegras und so weiter. Super. Ich hätte mich an Schäden gewusst. Ich habe einen Toner aufgebraucht von B-Plane. Chamomile pH Balance Toner. Aber da ist doch noch ganz viel drin, oder? Wirkt das jetzt optisch so? Ach so, das ist nur hier das Gelb. Ja, okay. Aufgebraucht. Super. Oh, wir haben vergessen, mit der Duft zu schimpfen, weil er die Seife schon weggetan hat. Ja, das machen wir nachher. So, hier, was ist da noch drin? Außer Masken. Was müsst ihr denn haben? Keine Masken. Haarmaske. Ja, das ist eine Maske. Nein. Das. Bom. Eukalyptus-Bats. Super gut. Genau, bringen wir Ordnung hier. Das von Cienzo, wie die Marke heißt. Besonders waren wir bei Bart schon durch, ne? Ja, wir waren jetzt schon durch. Aber riech mal. Hm? Aber ich mag das nicht so. Doch, ich mag Eukalyptus. Ja, aber von Dusch und ja, Bad. Aber hier habe ich auch noch Badewanne. Ja, aber das ist ja noch was anderes. Hier. Genau. Ja, Duschen das waren wir mit. Das ist auch super gut. Ich benutze das nicht, aber meine Tochter, da meckert sie nicht immer rum. Das ist, zieht auf jeden Fall nicht mehr. Hast du jetzt den Isana Kids? Hat den Reinigungsschaum hat sie jetzt doch noch. Hast du den zweimal aufgebaut? Den habe ich leider zweimal da reingetan. Okay. Du, leider, du hast doch gesagt, der war gut. Wenn du ihn zweimal aufgebaut hast. Nein, der ist aber super. Da sieht man ja, dass ich den immer benutze. Ja, deswegen. Aber ich wollte ja eigentlich einmal den da reinklauen. Nee, aber wenn du zweimal aufgebraucht hast, tust du zweimal rein. Achso, ja gut. Also nochmal Isana. Ich sag ja. Kennst du bei YouTube? Bioblas? Wer ist denn Bioblas? Was ist denn bitte das mit Knoblauch? Das ist gut, das Shampoo. Das kann nur für Robert sein. Dann, also deswegen frage ich ja. Aber warte mal, wollte ich gerade sagen, aber ey, ganz ehrlich. Ich mach. So. Nee, warte mal. Riech mal. Mm. Ich liebe den Duft. Riecht nicht nach Knoblauch. Nee, nach Knoblauch riecht er nicht, aber. Der erinnert mich aber an irgendwas, der Duft. Ja. Der Rest kommt gleich. Ja. Woran erinnert der? Kommt mir total bekannt vor, der Duft. Aber ich weiß nicht. Ich finde das super. Also, der Robert findet das schon super. Und wo holt ihr das immer? Das ist ein Riesengeheimnis. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Staatsgeheimnis oder was? Das schlägt doch schön in die Erde. Haben wir hier eine Steuerbanderole drauf? Deswegen ist das so ein komischer
dieser Name, den wir alle nicht kennen. Wie der geschmuggelt so eigentlich in der Nacht. Wir gehen irgendwie ein. Also warte mal, wo kommt das her? Also, Amazon. Amazon. Fahrt auf dem Herne Dattel-Nasma und holt euch das vom Kahn oder so? Ja, also auf jeden Fall ist das irgendwie türkisch hier. Gulanim, Bioblas, Gökülmesin. Das ist irgendwas Türkisches. Ja, da war super Bewertung. Also Amazon Türkei oder was? Nein, Amazon also so ganz normal. Bioblas ein, Knoblauchshampoo und dann hast du das. Ja, Entschuldigung, wie kommt man auf die Idee, Knoblauchshampoo einzugeben? Meine Freundin ist Französin, da hat die... Also, und warum schwört ihr da drauf, Knoblauch, was soll der Effekt sein? Macht die Haare wieder fülliger und schöner, habe ich auch ganz oft benutzt. Und Robert hat seitdem nicht mehr so viel Schuppen. Aha, okay. Also zeig lieber denen das. Ja, ich finde das Zeug super. Bioblast Botanical Oil. Ja, super, wie teuer ist das? Okay. 16 Euro. Ah! Ja. Habe ich aber auch mal für 13 Euro gekriegt. Oh, ja, das ist natürlich ein Schnäppchen. Ja, total. Obwohl ich kann ja von euch alles kostet. Ne? Mein Shampoo kostet mehr. Also, ja, also Leute, ich habe jetzt nur Rasierschaum, Rasiergel. Was ist bei euch noch? Ich habe Nachtcremes und Serum. Ja, dann mach du erst noch Nachtcreme. Cremes. Hier habe ich einmal von Kuga eine Kaffee Enrich Moisturizer mit Hyaluron. Sie hat noch eine Augencreme, die kann sie gleich zeigen. Ja, genau, die habe ich auch noch. Die fand ich richtig gut. Macht der da gerade scharf? Nein, ne? Nö, sag ich ja. Irgendein Fokus ist kaputt bei mir. Ich glaube, der ist zu viel jetzt auf uns alle fixiert. Der macht, deswegen sage ich, kann sein. Deswegen also, wollte ich mir ja Weihnachten eine gute Kamera kaufen, aber Strom, Gas hat es ja zunichte gemacht. Ja. Die ist ganz gut. Dann habe ich hier. Oh, ist aber süß. Das ist meine Marine Kollagen-Ampoule. Ja. Von Eli Schawitzka. Ich kann das nie aussprechen. Ist auf jeden Fall. Der Name hört sich an wie polnisch oder ungarisch. Eli Schawitzka. Ungarisch oder sonstiges. Nein, das ist eine koreanische Firma. Aber total süß. Und die sieht so aus. Und weil du damals fragtest, ne, ob das ein Raumfahrer ist oder was, ne? Das ist bei Kollagen, das kommt aus dem Meer. Die haben, ziehen das Kollagen aus dem Meer, aus den Algen oder was. Und der hat eine Taucherglocke um. Ja, stimmt. Schwein. Weil ich habe damit gedacht, das wäre ein Astronaut. Aber nee, der hat keinen Astronautenhelm auf, sondern ja, das ist auch Fische drin. Ja, da sind noch zwei Fische drin. Jedenfalls super, die Ampullen. Ich mag ja die Firma, ich mag die Firma richtig für die ganzen Ampullen. Ne? Da gibt es ganz verschiedene. Doch, ein bisschen müssen wir jetzt doch mal anziehen, Leute. Wir sind bei anderthalb Stunden. Von Avib habe ich eine, muss ich aussortieren, eine Sonnencreme. Das ist so ein Stick. Der ist farblos. Nein, der sieht immer so aus. Ne? Der ist nicht schlecht. Der ist farblos, macht man so. Problem ist nur, meine Haut, also ich sehe damit aus wie so ein, das Speckspatte. Darf ich dann, genau, wie eine Speckspatte. Weil die Irene ja nicht kennt das Wort. Dann habe ich hier von Birutin Elektrolyte Nachtcreme. Das war, die habe ich von dir gekriegt, von Glow. Die hat es mir gegeben als Dings. Habe ich ausprobiert, hat für zweimal gereicht. Fand ich ganz gut. Mhm. Ne? Also, aber zweimal. Die Augencreme von Balea Q10 Antifalten Augencreme, die muss ich aussortieren. Die ist noch voll. Im Adventskalender. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Die habe ich dann nicht benutzt, weil ich in letzter Zeit gar keine Augencremes mehr benutze. Deswegen, die ist schon zu lange offen. Da fliegt schon alles. Alles auf dem Boden hier bei mir. Und dann im Asam Better Skin, die Ampulle oder Serum. An den Wundertüten, glaube ich, drin. Ja, aber die habe ich mir nicht gut. Das sind jetzt alles mal Vorbilder, ne, von mir oder Backups oder sonstiges. Finde ich auch gut. Bumm, fertig. So, weiter geht's. Ich habe hier Rasierschaum. Ja, mach. Ja, zieh an. Einmal los. Alando Woman Rasierschaum. Ich finde Rasierschaum generell doof. Ist so ähnlich wie beim Duschen, man macht es drauf und ist direkt weg. Dagegen besser, Balea Rasiergel. Wo bist du denn da? Du hast gesagt, du bist weg. Der Schaum ist dann weg. Ach so, der Schaum. Sie macht sich den Rasierschaum drauf und rennt raus. Ja, genau. So, fertig. Ist weg. Weg. So, ich habe einen Lip Liner. Da, dekorativ habe ich auch. Wir haben einen Lip Liner. Parfums sind wir durch, bevor wir jetzt Lip Liner machen? Ja. Ihr Parfum? Ja, ich schon. Du? Nee. Ja, die kannst du ein paar Parfüm kannst du auch danach machen. Dann kannst du jetzt schon dort. Sag ich ja, dann kannst du jetzt erst machen. Lip Liner, der ist schon viel zu alt. Ich glaube, der ist, weiß ich nicht, 10 Jahre alt oder sowas. Nein, so lange nicht. Der hat so eine lila eine Farbe. Ja, aber es ist gut. Ja? So eine lila eine Farbe.
der kommt jetzt weg. Der ist einfach zu alt. Ja? Der, ich habe mal meine Lip-Liners aussortiert. Dann habe ich von Beauty Bakery Flower Puder. Hui, komm mal da. Komm loses wieder. Puder. Ja. Ein bisschen Ähnlichkeit mit Glucks gerade gehabt, oder? Wenn der Tag rauskommt. Das Puder ist richtig, richtig gut. Und dann habe ich nochmal, das war's jetzt, ich habe keine leider mehr davon, Illa Masca, den Hydrovel. Ich mag diesen Primer ja total. Ist aber da keiner dabei von denen, die ich da oben habe? Die vier, dann nimmst du die einen mit. Weiß ich doch nicht. Ah, du hast, musst die Avant-Creme oben stehen lassen. Die habe ich hier unten, die habe ich runtergenommen. Den Hydro-Primer oder Hydrovel, ich finde den super, den Primer. Ist aber hier kleiner. Also ein bisschen die alter Primer mal dran. Also ich kaufe mir den nicht für den Preis. Ne? Also für den Originalpreis würde ich mir nie kaufen. Aber ich habe auch genug Primer. So, jetzt kommen deine Parfüms. Nee, dann mache ich auch was mit Dekorativ. Ach so, weiter. Und zwar Banana Beauty. Man sieht hier, ich habe den wirklich komplett leer gekratzt im Grunde. Ne? Also das wirklich, ich habe wirklich bis ins Geht nicht mehr daraus gekratzt, weil das mein absoluter Lieblings von dem war, die Farbe. Olalicious? Ja, kann, ja, Olalicious, ja. Mag so, ich auch. So, dann habe ich hier Rival Look Define and File, den Cozy Brush Eyebrow Pen. Den habe ich mir auch schon nachgekauft. Siehst du, kommt nichts mehr raus. Ja. Ist wirklich komplett bis zum letzten Riss aufgebaut. Wobei ich manchmal denke, du hast mich ja schon mal gefragt, wenn das hier so rot-braun aussieht. Ich habe mir schon überlegt, dass der das eventuell machen könnte, dass die so... Ja, weil das so rot-braun ist. Du hast die andere genau. Farbe. Du musst eine andere Farbe mit einem anderen Braun. Und ich habe aber blöderweise da genau den geholt, weil ich dachte, der ist ja so toll, weil der hat ja diese Bürste. Ja, und aber die finde ich so mega. Ja, aber von dem gibt es ja verschiedene Farben. Und dann ja, gibt es, aber ich habe halt dieser blöderweise denselben. Ich muss echt drauf achten, eine andere. Aber das war die eine Erklärung. Andere Farbe. Genau. Eine andere Farbe. Aber was, zeig mal, was ich so toll finde, ist halt diese Bürste. Zieh mal ab. Das ist transparente. Weil sobald ihr dann hingeht und dieses Bürstchen dann wirklich drüber zieht, dann merkt ihr richtig, wie sich das in die Haut, in die Wimpern reinarbeitet und die Augenbrauen richtig schön formt. Ja. So, und dann ich dekorativ ist wieder ratze, ratze leer gegangen. Mein Magic Finish. Es ist leer, putze, putze, ratze leer. Also, und du liebst das ja auch so, ne? Ich finde es auch so. Also Niki hatte mich schon gefragt und ich bin ja ein sehr großzügiger Mensch, aber ich habe gesagt, nee, davon gebe ich nichts ab. Sollen wir erst bis Black Friday warten? Sollen wir erst Masken machen und dann... Ich habe noch Kerzen. Machen wir gleich. Ich habe ein einziges Mal, aber ich habe hier dann noch dekorativ Thema Bürste. Ich habe diese Bürste geliebt. Die ist von... Pasi oder was? Bizarrelli. Okay. So, Pasi war auch so eine Bürste. Das Problem ist, die sind hier überall inzwischen abgebrochen, ja, kaputt ist, und bar. Ja, ja, das ist bei Pasi auch. Ja, aber das finde ich ätzend. Diese Bürste war richtig drite teuer. Ich glaube, die hat 45 Euro oder sowas gekostet. Pasi hat die gleichen Bürsten. Da erwarte ich, dass das bitte hält. Da bricht das auch raus und so weiter. Ja, ja, finde ich aber unmöglich. So, dann hat mein Mann aufgebraucht. Balea Man Fresh After Shave. Sehr gut. Und ich habe immer gedacht, das ist so ein Altherrenduft. Der Tabak Original Craftsman Eau de Toilette. Aber ich finde, das ist ein schöner Duft. Mhm. Also ich fand ihn jetzt gar nicht so alt. Also wenn der nicht übertrieben wird. Ne? Es gibt ja Männer, die machen ja... Die hören ja gar nicht auf. Also dann ist jeder Duft. Damit das einfach mal ganz außer der Reihe dabei ist, ich habe es mal einfach genommen. Und zwar hatte man mir erzählt, wie toll... Doch, ich habe sonst immer das Original Swiffer gehabt. Und man hat mir mal erzählt, wie toll von Action doch dann diese Spargo-Tücher wären. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr die super findet, schön für euch. Ich finde die totalen Murks. Also ich habe dann bitte wirklich lieber das Original von Swiffer. Das hält länger, das ist duftintensiver, macht sauberer. So, jetzt darfst du... Guck mal, das ist mein Tee, meine Kerze. Nein, ah nein, stimmt gar nicht. Hilfe, nein, das war ein Peeling. Das habe ich nur so sauber gemacht, weil ich das Döschen nochmal benutzen möchte. Entschuldigt, da war ein kleines Peeling drin, so ein braunes Peeling aus der Sauna. Das muss ich auch verwahren. Bei der Verwahrecke. Tust du mal bei der Verwahrecke? Also die fahren nicht nur durch die Hotels und holen sich alles. Die benutzen sie gehen auch Saunen. Sie gehen auch neuerdings in den Saunen und holen sich Sachen raus. Nein, nicht neuerdings. Du zahlst 4 Euro dafür. Wieso tust du das jetzt in dein Ding rein? Weil hier kein Platz ist. Du Scherz. Hast du jetzt mal hier drauf geguckt? Den trinkt jetzt hier einfach während des Aufgebrochen. Ja, ich habe doch auch schon mal getrunken. Also wo seid ihr denn jetzt hier alle? Ja, wirklich. Hast du nichts? Ich hab nichts. Ich habe eine Duftkerze von Airwick aufgebraucht, Vanille. So riecht sie gut. Mm-mm. Ja, du magst ja Vanille. Kerzen. Aber wenn man sie anmacht, sie riecht
sie hat nach nichts gerochen. Nach gar nichts. Also ich kann diese von Airwick, diese Duftkerze, also von Vanille, also nicht... Finde ich an? Nicht, nein. Ne? Okay. Hast du Kerzen? Nein, oder? Nein, ich habe was anderes. So. Ja, du hast Masken, die haben wir auch noch. Nein, ich habe was ganz anderes. Ich habe doch gerade reingeguckt, was hast du denn da noch das drin? Das habe ich noch. Ja, das ist doch nicht aufgebraucht. Ja, gleich schon. Madagaskar. Wenn du mal probiere. Ja, dann probier doch mal endlich. Madagaskar Vanille. Vanille wissen, und wie es schmeckt. Was ist das? Patchouli. Patchouli. Oh, Patchouli liebe ich. Mmh. Das sind Duftkerzen von Action. Echt? Von Primark. Ah. Von Primark. Und die sind super, ne? Die riechen. Die ist wirklich mega. Die brennen richtig lange. Also, aber lass mal gucken, wir haben aber dasselbe Problem, weil ich habe in letzter Zeit mich sehr häufig darüber aufgeregt, wenn ich eine Yankee Candle gekauft habe. Da ist drumherum, obwohl ich mich hier genau auch an die Anweisung halte, hier auch, wie man die abzubrennen hat. Ja, ist hier auch. Ja, hier geht es jetzt noch. Ne? Aber es ist trotzdem, wenn man so guckt von der Relation, ist noch viel drin. Ja. Dann auch vom Primark Neroli und Lindenblossom. Ey, nicht auf meinen Tisch spucken! Burns. Also brennt ja, bis zu. Die Kohlensäure. Brennt bis zu 16 Stunden. Keine drin. So, ich finde die super, Irene mag sie nicht. Und dann habe ich zwei, haben wir die von, die haben wir mal. Die haben wir von der Arbeitskollegin von Katrin, glaube ich, bekommen, ja, ne? Von der Andrea. Genau. Andrea, lieben Gruß, die waren toll. Die sind super, mag ich. Und dann habe ich hier nochmal, da habe ich jetzt keine aufgebaut, weil die ja komplett abbrennen. Von Action, das sind 4x Fresh Vanilla Kerzen, so groß. Die waren super auch. So. Ah, ich habe noch eine Ampulle gefunden. Wie ist das denn? Hast du da Zeit gerade? Von Dalton. Die C-Ampulle. Ich habe Katrin gesagt, Dalton. Die C-Ampulle mochte ich. Du magst mal von Dalton eine Ampulle? Na, ich mag die Ampullen von Dalton. Ich habe noch nie was gegen die Ampulle gesagt. Ich habe immer was gegen die Maske oder Creme gesagt oder so. So. So, Masken. Beziehungsweise Badewanne habe ich noch. Ja, ich nicht. Mach. Ja, dann fang deine ich mit Masken Badewanne kannst du mal an. Rausholen. Das soll ich rausholen? Ich fange mit der Badewanne an. Immer wieder gerne. Und zwar basisches Badesalz, Detox Cure, neutralisiert die Säuren auf der Haut. So fand ich mega, finde ich immer wieder mega gerne. Dann, was ich auch super gerne nehme, die Badekristalle, gut bei Stress, Wasserminze, Rosmarin. Ich liebe das ja, wenn sich das Wasser verfärbt. Da habe ich sogar extra beigeschrieben, schöner Duft. Da hast du auch bei dem anderen beigeschrieben. Fängst du jetzt an, vorher was aufzuschreiben? Ja, damit ich mir das jetzt merke. So, das war Baden. Jetzt dürft ihr. Ich habe eine Crememaske aufgebraucht. Organic Botanic Australia oder Australia. Manuka Honey Face Mask. Die war nicht so mein Fall. Also, nee, brauchte ich nicht. So. Ich hätte Lippen, dann habe ich Augenpatches und Tuchmasken. Ja, ich habe nur Tuchmasken. Und was hast du? Lass sie liegen mal. iPad, Augenkonzentrat-Dinger. Und nochmal Augenpatches. Genau. Na, dann zeig. Musst du sagen. So, einmal Augenpad aus Kroatien. Hat mir die liebe Xenia mitgebracht. Hä? Nein, die anderen sind aus Action. Von Action. Die sind von Action. Versteht das mal? Ja, aber trotzdem sind die von Action. Die kriegst du bei Action. Die sind von Action. Das ist eine ein Zehnerpack oder sowas. Oder war das doch von Action? Das ist ein Zehnerpack. Oder Fünferpack. Irgendwas. Ja, weiß ich nicht, aber die sind auf jeden Fall definitiv von Action. Die sind von Action. Okay. Und du hast die wahnsinnig häufig auch einzeln jetzt in irgendwelchen Boxen mit verpackt. Ja, ja, auf jeden Fall gut. Ist ja, woher die kommen. Ja, wir mögen so fast alle nicht, die ich kenne. Nee. Ja. Und die sind gut. Die sind gut, ja. Die Augen. Ja, Beauty ist einfach Beauty. Ja, die sind echt super. Beauty ist einfach Beauty. Beauty ist einfach Beauty. Und diese Balea-Konzentrat sind auch super. Jeden Tag immer ein, so ein Teil. Okay. So. Ich weiß nicht mehr, von wem das hier war. Hab ich jetzt? Luvus. Ja. Luvus, was ist die? Erde, denke ich. Ne? Ja. Reinigt purentief, glättet nachweislich die Hautoberfläche mit Edelsalbeextrakt und naturreiner Heilerde. Die war gut.
Aber ich muss dazu sagen, ich mache nach jeder Heilerde oder Reinigungsmaske, mache ich immer eine Tuchmaske danach. Weil solche Reinigungsmasken ziehen euch alles raus aus der Haut, auch Feuchtigkeit und sonstiges. Ihr müsst danach wieder Feuchtigkeit dazu bringen. Und deswegen mache ich einmal die Reinigungsmaske, lasse die einwirken, wasche die ab und danach mache ich noch eine Tuchmaske drauf. So. Wobei war das jetzt, wo du mir das auch gesagt hattest, wenn ich die benutze? Jepoda. Jepoda, ne? Genau. Ja. Ah, genau, diese gelbe Detox-Maske. Genau. So, ich habe jetzt hier noch etwas, was ich so in der Art noch nie ausprobiert hatte und nie wieder ausprobieren werde, zumindest nicht von dieser Firma. Und zwar Lip Patch with Glycerin. Vorsicht, die ist noch komplett hier offen, deswegen muss ich die wirklich sagen. Ich habe hier hinten drauf geschrieben, nicht gut vertragen. Lippen, hier die untere. Ach guck mal, da habe ich den Oberteil von. War total gereizt danach, spröde und hat richtig, richtig wehgetan. Und was ich auch nicht verstehe, es steht One Patch, ja. Aber es waren komischerweise zwei da drin. Ich hole euch die nochmal raus, damit ihr das sehen könnt. Halt mal eben bitte. Aber muss ich das, ich sag mal Flüssigkeit. Also eigentlich gut getränkt. Ihr habt hier diese Lippenform, oder vielleicht zeigst du es besser. Oder ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Ihr zieht das hier auseinander und dann habt ihr hier innen drin, so richtig glibberig, wibbelig, dieses Teil dann. Ja. So, ich mache mir jetzt mal so, weil ich schmeiße jetzt eh weg. So, das klebt ihr euch also dann über den Mund und seid also tatsächlich nicht mehr in der Lage zu reden. Sprechen, ja. Ja, so, das sieht jetzt hier so richtig eklig aus, war es auch. Ja, also so, ihr könnt es euch jetzt vorstellen. Es war, wie gesagt, tierisch unangenehm. Erstmal habe ich sehr darüber gelacht, habe auch ein lustiges Foto gemacht. Wenn ich das finde, blende ich euch das jetzt auch nochmal ein. Ich habe ja kein Problem damit, mich bei euch hässlich zu machen. Aber wie gesagt, die Wirkung war miserabel. Ich habe auch von Beauty aufgebraucht. Eye Patches. Das sind die von der Glow, die Flügel. Mhm. Die blauen, von mir die. Ja, die waren gut. Nee, die Flügel sind weiß. Die Blitze sind blau. Ach, die Blitze sind blau, dann waren es meine weißen. Was habe ich denn da blau da oben? Ach stimmt, nee, okay. Also ich nicht. So. Ja, dann Tuchmasken. Martin, Augen. Ach so, ja, du Vitamin kommst C, hier Energy, aus dem Quark, ja. Augenpads. Augen gut befeuchtet und gutes Pflegegefühl. Das sind die von Müller gewesen. Dann von Claudia geschenkt bekommen. Allerdings brauchte die Haut danach extra noch ein Augenserum. Das Hanf Chill Out Augengelpads. Dann Isana Hydrogel Augenpads. Okay, aber mehr auch nicht. Habe ich da hinten drauf geschrieben. Also wir sind uns noch nicht so ganz einig, wir zwei. So, weiter geht's. Ja, Marti, der wieder Moisturizing Mask. Ich mag die. Finde die gut. Die habe ich auch schon öfters gezeigt. Dann von Yada Revitalisierung. Jelly Pack. Meine Güte. Ach, das war die so richtig geht. Die hast du in der Gruppe gezeigt. Darf ich das Foto, wenn ich das finde, einblenden? Ja, wenn ich weiß, welches, musst du mir zeigen. Die habe ich gestern erst gemacht und zwar Dr. Huang Beauty Lab. Centella. Nee, Centella ist eine richtig mega gute Marke. Centella Repair Remask. Die war gut. Die war richtig gut. Ist von Salvana, ne? Ja, die war richtig gut. Und was sie hatte, die waren jetzt nicht zweigeteilt. Es gibt ja so die zweigeteilten, die mag ich ja richtig, denn die kann man sich anpassen. Sondern die hatte so Schlitze überall. Ja, so an den Augen, am Kinn und so weiter, die konnte man richtig sich zusammenlegen, so damit das wirklich komplett passt. Dann habe ich hier, wenn ich die Marke finden würde, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall auch eine koreanische, Apieu. Ja, das sind die, wo du die Milch hast, dann auch die verschiedenen. Genau, Formen. Mit Banane, Hipsichte, Erdbeer und so weiter. Ja, ich mag die nicht. Also, sind okay, aber ich mag die nicht. Also, ich würde die nicht kaufen. Und dann meine Lieblings- und teuersten Masken. Ja? Die Goldmask! Genau, die sind von Juvena. Ach, guck mal, da hat sich noch eine Maske versteckt dazwischen. Juvena of Switzerland. Mastercare, Express Firming und Smoothing Bio Fleece Mask. Kostet eine 15 Euro. Ja. Normalerweise. Die sehen so aus. Ja, ist so. Und wir haben die bei TK Maxx aber im 10er-Pack bekommen für 15 Euro. Mhm. Anstatt, glaube ich, 99 oder so. Ja, sag ich ja. Die waren richtig, richtig teuer. Die sind super. Die schminken sich an wie eine Haut. Ja, wie eine da kannst du Samba mittanzen. Samba, Zumba, du kannst und alles machen. Von denen, wo ich sage, die finde ich so eklig und die findet die so toll. Ja, eine Balancing, also von Farmskin,
Superfood Salad for Skin und zwar Mangostin. Mag ich. Ich mag die Masken von Farmskin. Nur weil es Salat oder Gemüse ist, bedeutet ja nicht, dass es schlecht ist. So. So, ich habe hier Kukumba zum Thema Gurke. Ja, und fand die super. Ja. Das hat also nichts damit, dass es die Gemüse ist. So, die habe ich von Raffi bekommen, habe geschrieben, gut, feucht und nicht klebrig. Die fand ich gut. So, dann habe ich von Get Sleepy Tonifying Sheet Mask with Lavendel. Die ist von Action. Toll und schöner Duft. Dann habe ich abgelaufen vom 8. Mai 2022 eine Secret Flexi Boost Coconut Hydro Gel Mask. Und Leute, ich finde die nach wie vor super, außer dass ich jetzt nochmal klebriges hier habe. Riecht gut, viel Feuchtigkeit, wohl leicht reizend. Und da habe ich gesagt, das mag vielleicht am MHD gelegen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte sein. Aber wie also, gesagt, trotzdem super. Die hier ist auch am 17.05. abgelaufen, die war trotzdem super. Also, ja, sag ich ja gerade, die war auch super. Solange die zu sind und so weiter, da muss nicht immer, man muss riechen. Sobald ja, etwas, aber es geht ja darum, dass ich hier drauf geschrieben habe, wohl leicht reizend. Und da habe ich einfach gesagt, da weiß ich halt nicht, weil ich habe die ja schon öfters benutzt, ob das dann nicht vielleicht tatsächlich am MAD ist. Nee, aber das kann auch sein, dass deine Haut dann ab und zu reagiert. Dann habe ich von Yuti die Deep Hydration Tuchmaske. Die habe ich von Claudia jetzt gehabt im Paket. Schnell, trocken, klebrig und kein gepflegtes Gefühl. Da war ich nämlich so überrascht, weil Yuti Augenpads finde ich super, aber diese blaue Tuchmaske fand ich nicht gut. Naja, die Yuti sind Gelmasken. Das ist eine Tuchmaske. Das ist, war das eine Gel? War das eine Hydrogelmaske oder war das eine Tuchmaske? Also Papier, also nicht Papier, Tuch. Also ich meine Tuch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und da ist das Problem. Nicht mehr genau. Es, ne? Nicht alle Tuchmasken sind. Und, wenn Baumwollfaser. Also. Ja, also. So, das ist das schon die Erklärung. Kiko, die Conscious, oder wie man es ausspricht, die vegane Gesichtsmaske, noch lange klebrig, aber kein unangenehmes klebriges Gefühl und super gute Pflege. Von Kiko. So, dann hast du jetzt noch was für die Augen. Ja, einmal Isana Augencreme Intense Hyaluron. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das macht unsere ganze Ordnung hier kaputt. Oh, ich ja, sie hat ihren Einsatz verpennt, ich weiß. Ja, aber ich wollte wirklich. Sie hat das so verzweifelt festgehalten. So, bevor du jetzt noch zu deinen letzten beiden Produkten kommst, aber das ist ich hier noch was. Auch. Ach du, dann mach du. Ach, ach jetzt kommst du auch noch mit Haaren daher. Keratin. Ja, ist ja Haarmaske. Haarmaske, Haarmaske. Wirklich, du musst das noch ein bisschen üben. Ja, ja ehrlich, du. Kann also. Ich sehr gut empfehlen. Ich habe immer nicht so eine Ordnung wie ihr. Ja, dann fang doch mal damit an. Damit an. Das wird mal langsam Zeit, Kind. Ja, lern mal. So. Und hier haben wir noch auch von der Raffi bekommen eine Revitalizing Coconut Fußmaske. Leute, ich habe ja noch nie eine Fußmaske benutzt. Ja, Moment. Habe extra draufgeschrieben. Weicher. Also die Füße waren mega weich danach. Ja. Aber ich habe kalte Füße gehabt. Ich weiß nicht, woher der Effekt kam. Aber eiskalte Füße habe ich danach gehabt. So, ich bin durch. Ja, und ich muss leider zwei Sachen, die habe ich ganz vergessen, von Sioris, einer meiner Lieblingsmarken auch. Einmal die Night Cream You Look So Young und einmal die Day Cream Stay With Me. Ich muss die aussortieren. Hä? Ich dachte nur die eine. Ja, beziehungsweise, ja, nur eine, aber ich weiß nicht welche. Und da ihr beide, also das Problem ist, ich habe beide die Cremes auftragen lassen und riechen lassen, ja. So, das Problem ist, Irene sagt, die Day Cream muss ich aussortieren, weil die schlecht riecht, die Night Cream nicht. Niki sagt, die Day Cream riecht super, die Night Cream muss ich aussortieren. Also, ich weiß nicht, welche. Eine davon ist mir auf jeden Fall gekippt und da mir die beiden und du hier nicht sagen können. Und du willst mir jetzt allen Ernstes damit sagen, dass das Richtmaß, dass Niki es anders sieht als ich, dazu führt, dass du dann also denkst, ja, weil Niki, ja, Niki hat keine Ahnung davon, das stimmt. Ja. Das ist doch einfach so. Warte mal, komm her. Niki, nein, jetzt meine Hände doch auch nicht mehr. Und ja, ja, wir diskutieren, wir diskutieren gleich. Lass die Beine wegschleifen, die Frau hat Geld genug, soll sie neu kaufen. Was heißt das denn? Ich hab Geld genug.
bin ich hier irgendwie Millionär oder was? So. Ja, das weiß ich nicht. So weit habe ich ein Konto auf die noch nicht gucken können. Komm, ich mach das auch so, guck mal. Das machst du die Seite drauf, das machst du die Seite drauf. Und riechst du mit dem Nasenloch, dann riechst du mit dem Nasenloch. Die Seite ist abartig. Wir haben es geschafft. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Nächstes Mal sind wir beide wieder allein. Ja, wahrscheinlich. Und eine richtige Ordnung.